Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Saphir, meine Herren. Ne? Ihr habt super Lautstärke, alles super. Ja, geil, vielen Dank fürs Fatback. Wir sind hier in Bad Lavastadt. Und diese Stadt ist eine Lavastadt. Ja, sie ist am... Sie ist an einem Fuße des Vulkans und deswegen sind hier auch natürliche heiße Quellen und die schauen wir uns auch gleich mal an. Aber erstmal reden wir hier mit dem hier. Ohoho, Kindchen, du kannst von hier die heißen Quellen erreichen. Wenn Pokémon ausruhen, sollten sich ihre Trainer auch ausruhen. Na, dann machen wir doch. Ziehen wir uns nackig aus, nicht? Mikey, und ab in die schöne heiße Quelle, oder? Wir nehmen uns so viel heißes Wasser, wie wir brauchen und trotzdem trocknen die heißen Quellen nicht aus. Ist das nicht schon fast Magie? Magie! Diese heißen Quellen bilden sich in der Nähe von aktiven Vulkanen. Wasseradern im Boden werden durch das Magma erhitzt und kommen als heiße Quellen an die Erdoberfläche. Wissen wir schon Bescheid, dann muss ich euch das nicht mehr erklären. Ist ja geil. Danke dafür, alter Opi. Und hier haben wir auch einen Eisheiler, warum auch immer der da irgendwie versteckt ist. Könnte ich aber auch gerne merken, ne? Falls ihr das nicht schon wisst. Und ja, das ist so schön angenehm, das heiße Wasser umschmiegt meine heißen Beine. Tut das gut. Hallöchen. Wenn Leute ihre Pokémon in die heißen Quellen setzen, ist das schon merkwürdig. Nun, es könnte auch ein Bad in Elektrizität, ein Schaumbad oder sogar ein Bad in Lava sein. Was redest du? Man sagt, diese heißen Quellen seien gut gegen nervöse Anspannungen, gegen Muskelkrämpfe. Sie sollen bei romantischen Problemen helfen. Bei romantischen Problemen. Definiere mir das mal genauer. Und auch bei Geldsorgen. Finde ich Geld in heißen Quellen oder was? Romantische. Aha. Weil in den heißen Quellen rumgemacht. Warum? Okay. Hört sich ja super an. Die heiße Quelle, die totale Allheilmittelsache. Hier meistens Sand vergraben zu sein. Ah, so war man einfach himmlisch. Ein Pokémon hat meinen Rücken angeknabbert. Gruselig. Vulpix, herzlich willkommen. Wie geht's mir? Ja, wie geht's mir? Ganz gut soweit. Ich kann mich nicht wirklich beklagen. Huch. Ich habe hier ein Ei. Ja. Wie geht's dir? Hier, ich habe ein Ei. Ich dachte, ich könnte es ausbrüten, indem ich es in den heißen Sand bei den heißen Quellen vergrabe. Das reicht offensichtlich nicht aus. Jemand erzählte mir, dass man es zusammen mit dem Pokémon tragen soll. Du bist ein Trainer, nicht wahr? Und deine Pokémon schlüpft Vitalität aus. Ne? So, was meinst du, willst du das zusammen mit dem Ausschlüpfen bringen? Ja, gut. Oh, ich hatte ja doch noch Platz. Oh, wusste ich jetzt gar nicht mehr. Das ist fein. Ach, weißt du was, dann schleppen wir uns doch einfach mal mit uns. Was da wohl schlüpfen wird? Es wird sicher lange dauern. Ich weiß genau, was da schlüpfen wird. Soll ich es euch verraten? Ein einmaliges Pokémon. Ah, ja. Das gibt es nur einmalig in der Höhenregion. Außer Wundereiland existiert. Aber die Chance ist zu gering. Weil da kann man wilde... Ja, von diesen Pokémon kann man da wild fangen. Komm, ich sag's einfach. Huch! Es sind Isso, die in dem Ei sind. Das ist einfach so. Und... Ja, ist ganz cool. Hier im heißen Sand, das hatten wir eigentlich schon. Warum habe ich den angeklickt? Und das ist eigentlich auch schon Bad Lavastadt. Das war's schon. Guck mal hier. Alles süß und klein und schnuckelig. Ne, Omi? Alles schnuckelig. Selbst du. Okay. Ja, soll ich das Ei jetzt mitnehmen? Ich nehme es einfach mit. Aber, ich wollte ja eigentlich noch was in der Wüste fangen später. Egal. Okay. Kaufen wir vielleicht irgendwas? Supertränke? Ich weiß nicht, wie viele ich habe. Ja, komm, 10 Stück, das ist okay. Komm, gönnen wir uns einfach. Können wir nie genug haben, glaube ich. Sehr gut, das ist schön. Da freut mich wohl Pix. Das ist supi-tupi. So, wie viele haben wir jetzt? Sprudel haben wir einen noch. Beleber haben wir einen noch. Supertrunk haben wir 14. Ja, das ist dann okay. Das reicht, glaube ich. Dann gucken wir uns noch hier unten um, nämlich. Hallo.
Ich bade jeden Tag in den heißen Quellen. Ich will ein wunderschöner und starker Arenaleiter wie Flavia werden. Hm, Flavia. Schon eine heiße Braut. Ne, versteht ihr? Heiß, weil... Ne, Badlava-Stadt und die mit der brennenden Leidenschaft und Feuerarena und so. Okay. Genau, Pokémon-Kräuterladen, bitterer Geschmack, bessere Kur. Ja, das ist, ein guter Laden. Hier kann man echt sehr gute Medizin kaufen, aber die sind halt bitter. Guck mal, aber das ist echt gut. Die sind nämlich günstig. Das stellt 50 KP wieder her. Das hier stellt aber 200 KP her. Das ist ein verdammt gutes Item. Und Vitalkraut belebt Pokémon sogar direkt wieder. Komplett oder nur die Hälfte? Ich weiß gar nicht mehr. Das Problem ist, das ist Medizin und Medizin ist bitter. Wenn du das jetzt einem Pokémon verabreichst, dann senkt das die Freundschaftspunkte. Und das ist nicht so gut. Das ist nicht so geil, ey. Also, ja, muss ich mal aufpassen. Früher habe ich dir einfach gefüttert oder hier, friss einfach das bittere Zeug. Da war das mir egal. Aber je nachdem, wenn du ein Pokémon hast, das sich nur durch Freundschaft entwickelt, dann ist das sehr negativ. Dann sollte man hier, ne? Glaube nur die Hälfte, aber die Pokémon hassen dich danach. Ganz genau. Ja, hassen nicht. Nicht direkt sofort, aber die Freundschaftspunkte senken sich schon stärker, ja. Mehr Bewohner, als es Häuser gibt in der Pokémon-Welt. Ist die Wohnungssuche sicher noch schwerer als in der realen Welt. Ich glaube auch. Das ist so, ne? Es sind einfach viel mehr Leute immer, als es immer Häuser gibt. Das ist immer sehr faszinierend. Vielleicht sind hier einfach auch immer oft Touris. Vielleicht sind das nicht mal alles immer Bewohner. Du kommst nach Bad Lavastadt, um Kräutermedizin zu kaufen? Das ist lobenswert. Ich finde dich nett. Hier, für dich. Willst du mal einen richtigen Hasen sehen oder so? Holzkohle! Dankeschön! Das ist gut, das verstärkt, was? Mit dieser Holzkohle wird Kräutermedizin hergestellt. Sie wirkt auch Wunder, wenn sie von einem Pokémon getragen wird. Sie verstärkt Feuerattacken. Ganz genau. Deswegen könnten wir das zum Beispiel theoretisch mal Jungblut geben, nicht wahr? Sehr gut. Was haben wir hier? Kräutermedizin ist erstaunlich wirkungsvoll, aber deine Pokémon mögen sie nicht. Sie schmeckt bitter. Was hast du so im Team? Im Team? Da habe ich einen Fritzelblitz, einen Kapilz, einen Jungblut, einen Schwalboss und einen Morabbel. Hier, guck mal. Schön, ne? Hier sind die Wesen und die Fähigkeiten. Nöch? Ja. Wunderbar. Gib bei Kontakt Sporen ab. Ja. Eben Jungblut, ne? Und Schwalboss und Morabbel und ein Ei. So ist das. Dann haben wir hier noch ein Häuschen. Was ist hier? Das ist das einzige Wohnhaus hier. Es ist das einzige Haus hier in Bad Lavastadt. Alles andere ist... Ja, das ist ein Pokécenter, das ist ein Markt und das ist noch ein Markt und eine Arena. Was? 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 Nur ein fucking Haus. Ich glaube, das ist die kleinste Stadt überhaupt in der ganzen Pokémon-Welt. Kann das sein? Ich kenne jetzt auf Anhieb wirklich keinen anderen Ort, wo es nur ein fucking Wohnhaus gibt. Das ist zur Hölle. Meine Frau wärmt ein Ei in den heißen Quellen. Ach so. Ja, sie hat zwei Pokémon. Ja, ja. Kein Gecko im Team, sad. Richtig, das habe ich mir aufgehoben. Mit Absicht. Das nehme ich dann in der Smaragd-Edition. Ja, das war Absicht. Jo, das kommt auf jeden Fall noch. Da, 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 na, na, na. Ja, haben wir jetzt Bad Lavastadt gesehen, ne? Schönes Örtchen. Dann würde ich mal sagen, gehen wir in die Arena. Let's do this shit. Next Orden. Das ist mal eine meiner Lieblingsarena. Eine meiner Lieblingsarena-Leiterinnen. Oder wenn nicht sogar die Lieblingsarena-Leiterin irgendwie. Die war immer ganz witzig in Anime auch. Und es ist mein Lieblingsorden. Der sieht so hübsch aus. So. Flori in Sinnoh. Echt? Ah, da war was. Das ist auch winzig wie Sau. Das könnte sein. Das könnte sein. Müssen wir nachgucken. So, das ist die Feuerarena. Die ist, komm, wir sprechen einfach mal mit ihm. Vielleicht erklärt er uns das. Na, wie sieht es aus auf dem Weg zum Champ, Maike? Die Arenaleiterin von Bad Lavastadt, Flavia, die heiße, sexy Brauti, setzt Feuer-Pokémon ein. Ihre Leidenschaft für Pokémon brennt heißer und stärker als ein Vulkan.
Boah, da muss ich ja gleich kotzen, wie ein Vulkan. Komm mir nicht zu nahe, du verbrennst dich. Lösche die Glut mit Wasser und dann besiege sie. Oder mit Bodenattacken, ne? Gut, weiß ich noch auswendig, wie wir jetzt den Weg beschreiten müssen zur Arena-Leiterin? Ich weiß es nicht. Mein Lieblingsleiter ist Vasili, weil Wasser-Pokémon. Und eine Arena hasse ich wie die Pest. Echt jetzt? Wieso zum Henker? Warum denn das? Eine oder seine? Vasili ist echt auch ganz cool, ja, doch. Ich mag Arenen schon. Was zur Hölle? Mein Lieblingsleiter ist Volkner. Er hat Luxtra. Stimmt, Volkner ist auch ziemlich cool. Der sieht aus wie Minato, ne? Aus Naruto. Ne, das war doch er. Ich muss kurz nochmal hier... Aber das war er, ne? Ja, genau. Irgendwie erinnert er mich so stark an Minato. Also irgendwie so krass. Okay, los geht's. Ich glaube, es war links. Mal sehen, ob ich den Weg noch auswendig kenne. Aber andererseits würde ich auch gerne hier kämpfen, weil Training. Aber ich möchte trotzdem mal gucken, ob ich es hinkriege. Ich hasse hier nur diese eine Arena. Welche eine? Was jetzt? Drake, du verwirrst mich! Wie jetzt? Jo? Ha! Ein Trainer! Ich versuche, Stress abzubauen. Komm her, ich will mich abreagieren. Okay, wieso hast du dich dann erstmal vergraben? Geh dich vergraben, Mann. Come on. Los, schön. Los geht's. Fritzel, du bist dran. Ich muss das immer noch umbenennen. Ja. Genau, das dachte ich mir schon. Ich hasse die Arena der beiden Psychopathen-Zwillinge. Ah. Ja, die war je nach Edition ein bisschen käsig. Das ist richtig. Die machte ich dann auch nicht so sehr. Auch die Arena-Leiterinnen allgemein. Wobei die Pokémon... Ja, aber insgesamt... Ja, ist einer der schlechteren Arenen. Das ist schon richtig. Deswegen steht es vorne, weil es Level 24 ist. Naja, das ist gerade ein bisschen nicht so klug. So, das muss auf jeden Fall... Wow, beste Attacken, Morabel. Kriegen wir hin. So easy peasy. Nice. Der Fritzel. Ja, mei. Nee, jetzt kommt die Schneckmark. Das ist ein süßes Poki. Ja, das kriegt einfach mal eine Lehmschelle ins Gesicht. Klatsch. Reicht das aus? Fast. Voll weggeklatscht einfach. Da kommt die Glut raus. Ja, das ist süß. Sehr schön, sehr schön. Da, Bianca mit ihrem scheiß Miltank. Du hast recht. Wenn Bianca mal richtig zum Zug kommt und ihr scheiß Miltank ja, eben zum Angreifen kommt und eben hochpowert mit dem Kackwalzer, dann ist es richtig ätzend. Das ist richtig. Ja, aber wenn du ihr zuvorkommst und die einfach wegrotzt, gleich von Anfang an, dann hast du gute Karten. Du darfst sie halt wirklich nicht zum Zug kommen lassen, sonst ist es echt furchtbar, das ist richtig. Sandra war geil! Also Sandra mochte ich mega, auch die Arena... Okay, sie war halt vom Charakter übelst zickig und voll scheiße eigentlich. Aber ansonsten war es geil, fand ich. Die Arena war geil, auch im Remake mega geil mit Drachen und so. Jack, wieso magst du Sandra nicht? Was ist los mit dir? So, wohin geht's jetzt als nächstes? Ich weiß es nicht mehr. Es war, glaube ich, hier lang. Es war sogar richtig. Als ob ich den Weg noch kenne, oder was? Warte, hier lang? Hä, als ob? Ich hasse ihr Sitra King. Hä, Sitra King ist doch voll nice. Gehe ich hier gerade instant wirklich komplett richtig? Nice, als ob. Als ob ich den... Als... Wie geil ist denn das? Soll ich jetzt nochmal zurückgehen und einfach gegen die Trainer kämpfen, weil Training? Ach, scheiß drauf. Nee, komm. Ach, was wie geil. Schön. Das ist super geil. Erstmal sichern.